Herzlich willkommen zu den neuen Community Screenshots. Nicht wundern, richtig, ich habe eine Kochmütze auf. Fragt einfach nicht, wenn ihr wissen wollt, wie das kommt, dann schaut im Stream rein. Da findet ihr alle Antworten, schätze ich, manchmal. Auch heute haben wir uns wieder zusammengefunden, um die Creme de la Creme der Screenshots aus der Community zu begutachten und unseren Senf dazu zu geben. Das erste Mal seit Update 5. Update 5 hat ja einiges an neuen Möglichkeiten für unsere Konstruktion mit hinzugegeben. Und ich habe mich super darauf gefreut, die Screenshots-Highlights mit euch zu machen, weil es war schon Wahnsinn, was in den letzten Wochen zusammengekommen ist. An Fotos und an Bildern. Jetzt reden wir nicht länger, jetzt machen wir es einfach. Bevor wir was machen, hätte ich noch eine Frage. Warum hast du nur Kochmütze auf? Dienstag, Freitag und Sonntag www.twitch.tv/triggy, der optimale Ort für Satisfactory und alle anderen Games ähnlicher Art und Weise. Boom! Als erstes haben wir von Rico82 ein Gebilde, was man halt nur aus der Entfernung sieht, aber wo ich mir jetzt nicht sicher war, ob das ein großes Lager ist oder einfach nur eine große Produktionshalle. Ich sehe Förderbänder. Zum Teil offensichtlich diese runden Dinge, diese halbrunden Konstruktionen davor, sehen aus wie eine Masse an Förderbändern übereinander, die dann an der Seite mit so einem, weiß ich nicht, gesammelten, schrägen Korridor in das Gebäude reingebracht werden. Ich glaube, er hat von innen keine weiteren Bilder gepostet, deswegen nur von einer anderen Perspektive nochmal. Deswegen weiß ich ja leider nicht 100%, was drin ist, aber das ist halt schon mal ziemlich gigantisch. Das ist über dem See, ne? Das könnte vielleicht auch wieder eine Ölweiterverarbeitung sein. Genau, ja. Na, du erkennst es halt nicht mehr, weil ich hatte damals eine komplette Betondecke drüber gezogen. Richtig, genau. Genau. Das ist wirklich der reine Beltwahnsinn. Dazu fährt hier unten noch ein Zug. Bahnhof ist hier drunter. Das Ganze mit Säulen abgeschützt. Ich weiß nicht, ob das schon im Update 5 gemacht wurde. Ja doch, oder? Das hier oben sind, glaube ich, auch nur Fundamente. Es kann sein, dass das noch aus Update 4 Zeiten ist, aber das ist gigantisch. Dann haben wir als nächstes von Eisenhaupt. Das reine Förderband-Traum ist es eigentlich nur. Mit dem ganzen Mainbus, der hier an der Seite zusammenkommt und dann von vertikal übereinander zu horizontal nebeneinander umgeändert wird und dann anscheinend hier oben in den Kasten reinläuft, das Lager. Auch eine ziemlich coole Möglichkeit. Dann von QDB, das war einer der ersten Screenshots, glaube ich, nachdem Update 5 rausgekommen ist, der aus den neuen Gehweg- oder Catwalk-Treppen einen Weihnachtsbaum gemacht hat. Ein Tannenbaum, ne? Ho, 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 richtig, da fehlen nur noch die entsprechenden kleinen Lichterchen und Christbaumkugeln und sowas und ist alles da. Es braucht gar kein extra Fixmas, kein Weihnachtsevent, sondern wir machen uns die Dinger einfach selber. Er hat sogar oben mit der Rahmensäule so eine Art Stern oben drauf gemacht. Ja, ganz cool gemacht. Die Schneebälle brauchen wir wieder, ja, definitiv. Dann von René eine formschöne, klassische Landscheune, die an und für sich super... Ne, super simpel ist, ohne große Schnörkeleien oder sowas, aber die Farbkombination und eben die Möglichkeit, das so zu machen in diesem typischen Fachwerkstil mit den Metallsäulen bzw. mit den färbbaren Säulen, finde ich super. Da stellt man sich so richtig vor, wie da drin auf manchen Seiten das Heu gestapelt ist, dann steht noch ein Traktor da, vielleicht ein paar Pferde, ein paar Rinder oder sowas. Man riecht das frisch geschnittene Gras, ich krieg schon das erste Jucken in den Augen und so ein bisschen fängt an, die Nase zuzuwerden. Von einer Allergie. Das ist genau das. So die Vorderseite, ja. Ich habe zumindest kein anderes Bild gesehen davon. Customizer Skill. Das ist ein gutes Auge für die Farbe, ja. Finde ich auch. Und als nächstes von Thunder007. Eine Konstruktion, die ich finde an und für sich schon so industriell richtig aussieht. Das erinnert mich immer so ein bisschen an so einen Hafen, so einen Umschlaghafen, so ein großer, ne, wo die großen Frachter dann verladen werden. Ja. Oder sind die färbbaren Träger genutzt worden, um ein ziemlich coole Förderband, wie sagt man, ein Förderbandgerüst eigentlich zu bauen. Mehrere Förderbänder auf verschiedenen Ebenen, darunter schön Straßen gemacht mit Beton, eine Truck-Verladestation an der Seite, Markierung auf dem Boden. Das hat so ein richtig in Rot, so ein richtig cooles industrielles Design, wie ich finde. Wie ein Frachthafen, richtig, ja. Und dann von Tars, bei dem ich mich auch wieder nicht entscheiden konnte, welches der Bilder von ihm ich jetzt nun mit dahernehme. Und er hatte nämlich dann auch... Da ist das Licht, Daumen hoch, Alter. Er hatte auch in den Discord geschrieben, extra, das ist das gecrashte Licht. Gecrashed. Jawohl. Weil Crash es zum ersten Mal passiert ist, irgendwie, dass er diese Lichter gebaut hat und die dann anscheinend nach unten, nach oben zu scheinen. Und jetzt scheint das auch irgendwie öfter zu funktionieren.
weiß nicht, was dafür nötig ist, aber es gibt auf dem Discord-Server von der Konstruktion auch noch mehrere Bilder aus verschiedenen Winkeln, auch von unten teilweise. Ganz ja, sensationell, Mensch. Das Ganze sieht auch echt cool aus mit dieser gedrehten Bauweise, natürlich auch wieder viel Clipping ineinander, aber dann, weil das oben nicht so eine typische Kreiskonstruktion ist, sondern weil die alle so leicht versetzt aus der Mitte gebaut sind, ne? Wie so ein, wie sagt man eigentlich, so ein Rotor eigentlich. So wie Rotorblätter sind die ganzen Kohlekraftwerke aufgereiht. Den Sockel finde ich schön, auch den Turm, in den er da anscheinend die Lichter verbaut hat. Und vor allen Dingen das Hallendach da drunter, das ist total geil. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Das hat so. Das sehen aus wie Gleise, ne? Erstens das, richtig. Da gucken auch ein bisschen die Schornsteine von anderen Kraftwerken, wie es aussieht, durch. Und dann, ja, jetzt wo du es sagst, das sind Gleise, ne? Sieht fast so aus, ja, weil da kriegst du diese Bögen damit hin, glaube ich, ne, beim Verlegen. Ja. Ich hätte jetzt, auf den ersten Blick hätte ich gedacht, dass es halt die normalen Metalldächer sind, aus Update 5, aber nee. Guck ihn dir an, den Tars. Guck ihn dir an. Das ist ein richtig schönes Hellblechdach, aber im größeren Stil. Richtig. Natürlich auch wahrscheinlich auch luftig ein bisschen, also nicht 100% dicht wie mit den richtigen Dachelementen, aber daher kommen auch so mehrere kleine Knicke, die drin sind. So kann es auch ein bisschen mehr gewellt sein, ne? Geklaut von Martin van Houten. So, die Community bedient sich untereinander. Frag mich, wie hast du denn diese Säule in der Mitte gemacht? Sind das Eckrampen oder sind das diese Wände? Das sind die Eckwände, die schrägen in Betonstil, oder? Schräge Betonwände. Okay, ja. Die können wir alle doch ineinander bauen. Sehr nice aus. Fällt mir gut. Wie gesagt, da gibt so viele, von Tars hat auch so viele Screenshots wieder reingehauen und durchgängig, regelmäßig im Discord-Server lohnt sich echt da mal reinzugucken. Und als nächstes von Yoshi Dragon, ein Bild, was ich damals schon als erstes gesehen habe, nachdem Update 5 rauskam, aber ich dachte mir sofort, das muss auf jeden Fall in die Highlights rein. So cool gemacht, ich habe sofort Black Mesa-Vibes von Half-Life mit dem kleinen Kontrollhäuschen, mit der richtigen Beschriftung da dran, die rote Beleuchtung, das Ganze ist die Monorail, die hier nochmal hält, ein letztes Mal mit Sicherheitsmarkierungen für Personal, was eventuell vorher noch da aus dem Weg muss und dann geht's rein. Zugang nur für autorisiertes Personal. Man merkt, man kann sich die vorstellen, wie Gordon Freeman auf dieser Monorail sitzt und das ganze Schicksal seinen Lauf nimmt. Die Torverkleidung gefällt mir richtig gut. Super cool gemacht, ja. Da sieht man wieder die coole Kombination, was man machen kann mit den verschiedenen Symbolen in den Schildern. Ich weiß gar nicht, was da unten noch steht. Zumal die Tore ja generell nicht ganz aufgehen. Es bleibt immer so ein Rest zurück. Das hält ungefähr genau an der Stelle, wo diese Rundung dort ist. Mit den Quarterpipes meinst du, dass das so eine Halfpipe dazu ist? Mhm. Das ist ein richtig cooles Design, ja, das stimmt. Und dann hier fürs Personal halt, ne? Pausenraum oder was weiß ich. Auch cool genutzt die färbbaren Trägerstützen, die färbbaren Träger als entweder Absperrung nur oder vielleicht sogar Sitzgelegenheiten, wenn es hier eine Haltestelle ist eventuell. Da steht echt keine Werbung einwerfen. Das steht, ich glaube auch, das habe ich jetzt auch so halb mit zusammengekniffenen Augen konnte ich es irgendwie. Keine Werbung einwerfen, doch, ja, kann sein. Ich frage nur mich, wo? Also ist ja kein Briefkasten da, Yoshi. Wo soll keine Werbung eingeworfen werden? Also natürlich nicht in die Fahrrinne, ist klar. Gefällt mir. Und dann kommt der einzig wahre Riesenbahnhof von Hühnchen. Das ist so böse. Das hat so krasse Formen angenommen. Hühnchen haben wir fast bei jedem Screenshot-Highlights in den Videos drin. Und es gab damals schon große Probleme für Hühnchen, weil dieser Felsen, der gespawnt ist in der neuen Dünenwüste mit Update 5, war mitten im Weg oder ist genau in den Bahnhof reingespawnt. Da musste Hühnchen erstmal großartig umbauen. Und dann gab es ein absolutes Schilder- und Signalmassaker, was er bauen musste, damit das Ganze mit den verschiedenen Zügen auch funktioniert. Und mittlerweile scheint es aber alles zu laufen. Also alle Signale funktionieren, alle Züge fahren, es gibt keine Kollisionen in verschiedenste Zughallen, weil der Screenshot wurde von der Kameraperspektive auf den beiden, schon auf zwei Zughallen gemacht. Also die Gleise, die hier reinfahren, die fahren alle zu, führen alle zu einzelnen Bahnhöfen. Links und rechts, da sind lange Bahnhöfe drin und dann gibt es hier oben anscheinend auch mal ein Gebäude, was neu ist, Fragezeichen. Zumindest habe ich es in den alten Screenshots noch nicht gesehen. Hier ist auch noch mal, sind auch noch mal ein paar Bahnhöfe drin und vier Türme, auf denen jeweils, weiß ich nicht, 8, 16, 24, 32, vielleicht sogar noch eine Etage, 40 Treibstoffgeneratoren stehen. Hühnchen, Wahnsinn, ey. Läuft alles mit 21 Zügen. Ist unfassbar.
Es ist unfassbar. Und es geht noch weiter. Ich wollte gerade sagen, das war nicht der Screenshot, den wir gesehen hatten, oder? Mit den ganzen, oder? Ne, ich glaube nicht, das war ein älterer, aus einer anderen Perspektive. Kann sein, ja, aber vielleicht kommt er jetzt noch. Es geht nämlich weiter, Es sind, Hühnchen hat nämlich noch mehr gebaut. Es ist nicht nur dieser Bereich hier. Hier ist auch noch so ein sternförmiges Gebilde. Und ich hoffe, das ist das Richtige im nächsten. Genau. Und das ist die Perspektive von hinter dem sternförmigen Gebilde in den großen Hof rein. Und wie die... Schaut doch mal bitte, was für ein Auge fürs Detail dabei ist. Die Sitzbänke mit den Werbetafeln. Ja, Mann, die Sitzbänke mit Seitenlehnen, die kleinen Tafeln da drüber, hier die Angaben, welches Gleis das ist dabei. Dann natürlich immer die Standardanzeige in der Mitte, Berliner Zentral Hauptbahnhof. Dann die Oberleitungen, die dazu gebaut wurden. Das Ganze mit der passenden Beleuchtung, wie es am Bahnhof eigentlich auch gefühlt ist. Und hier mit der Überdachung auch sogar dazu. Es ist wirklich, das sieht so sehr, plus hier hinten die schrägen Wege, die nach oben gehen. Also das könnten auch Treppen sein, ne? Es sieht so sehr wie ein realistischer Bahnhof aus. Absolut. Wenn ich da hinten schon rausgucke, Alter. Die ganzen Signale. Das ist ein Signalwald. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch extrem aufwendig, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil Hühnchen halt sehr viele verschiedene Gleise und verschiedene Wege da, beziehungsweise sehr viele Züge langfahren lässt. Ich kann mir vorstellen, das könnte man irgendwie auch noch ein bisschen komprimieren oder so, aber so funktioniert es halt. Es ist so. Ich hätte wirklich nicht mit dir tauschen wollen, als du die ganzen Signale aufbauen musstest. Aber dadurch sieht es halt echt... Es sieht nach was aus dadurch. Die Anlage ist echt übel. Und die dritte Perspektive, ich habe jetzt einfach drei Fotos mit reingenommen, weil es halt das gleiche Bauwerk ist, aber aus so vielen Perspektiven mit betrachtet werden müsste, ist nochmal diese sternförmige Konstruktion, super cool auch unten gemacht, mit der Verankerung im Boden, mit den mit Betonstützen, von den breiteren zu den schmaleren. Und ja, das ist nochmal hier der Hauptbahnhof-Bahnsteig bei Tag. Da hinten sind ja auch noch so eine lange Halle. Ist auch nochmal so ein Riesenbahnhof, ja. Und da sieht man hier oben nochmal den Turm, in den Kraftwerken auch wunderschön. Das ist alles eine Riesenkonstruktion, die zusammengefasst so genial einfach ist. Super. Mach das weiter. Bau das weiter aus, Hühnchen. Das ist größten Respekt für die Arbeit, die du da reingesteckt hast. Und dann haben wir ein kleines Gegenkonzept, so ein bisschen von Chaos HD TV. Habe ich reingenommen, weil das ist eine Stahlkonstruktion, eine Stahlfabrik, hatte er reingeschrieben. Hat auch aus mehreren Perspektiven das Ganze gemacht. Erstmal fand ich von außen die Konstruktion, ne, auch wieder ganz cool gemacht, mit der Kombination aus den Stahlträgern und den Metallwänden plus Glas dazu. Und das Ganze scheint aber eine sehr, sehr kompakte Konstruktion zu sein. Wenn man jetzt nämlich schon mal in der Mitte reinschaut, dann sieht man, wie dicht die ganzen Sachen zusammengebaut sind. Und jetzt pass auf, wenn ich weitergehe rein, drin sieht es nämlich so aus. Boah, die ganzen... Das ist doch genau dein Ding, das ist doch genau dein Ding. Genau, das ist reingemacht. Da hast du die ganzen Gießereien alle dicht an dicht und die Förderbänder laufen dann drunter durch und dann ist es auf Stahlträgern irgendwie gebaut und so. Und es passt alles gerade so. Und das ist eigentlich genau meine Art der Bauweise. Genau so baue ich Konstruktionen auch manchmal. Aber dafür wieder auch, finde ich eine coole Konstruktion, das Ganze irgendwie zu planen und halt wirklich auf relativ engem Raum so eine Konstruktionskette hinzubekommen. Es scheint ja auch relativ groß zu sein, beziehungsweise relativ viel daran hergestellt zu werden. Wenn man sieht, die reine Anzahl an Liften, die hier zu den Gießereien hochgeht, ist schon nicht ohne. Und als nächstes von dem lieben Satro, da habe ich leider keine anderen Bilder aus anderen Perspektiven gesehen, sondern nur das hier gefunden. Aber es sieht aus wie eine sehr coole, moderne Brückenkonstruktion mit einer Kombination aus Beton und Stahl halt im Endeffekt, ne? Gefällt mir. Schönes Ding. Ich mag's, wie die Stahlträger genutzt wurden. Oben mit den Trägersäulenelementen, oben und unten, befestigt sozusagen. Sicherlich könnte man auch hier an der Seite noch irgendwie ein bisschen was Geländermäßiges oder Verzierungsmäßiges hinmachen, aber so an und für sich finde ich schon mal eine coole Grundkonstruktion. Und ich finde, besonders interessant wird es, wenn man mal den Schienen nachblickt und guckt, wo die noch lang führen. Denn das ist ja nicht nur der einzige Bogen. Da hinten, hier kommt der nächste und da hinten sieht man nochmal eine Brückenkonstruktion, von der man nicht genau weiß, ob sie jetzt zu dieser Brücke dazugehört oder ob es ein anderes. Aber ich fand den Blick dadurch in die Ferne irgendwie einfach so cool. Und wer dann zwischendrin auch mal einen Signalgeber braucht, der ein etwas stärkeres Signal abgibt als das, was man normalerweise in der Hand hält, der müsste sich an den lieben Zwerginator wenden. Der hat nämlich die Großform bei sich in die Fabrik gebaut. Zwergi hat nämlich das Ziel, außerirdische Zivilisationen aufzuspüren und zu sich in die Fabrik zu locken. Und dafür hat er den Signalgeber in groß erfunden. Ich finde das aber schön, so weiß das gesamte Sonnensystem, was dort quasi vorhanden ist an der Stelle. Könnte man sich nur überlegen, ob das eher einen Fluchtimpuls auslösen soll,
bei den anderen Zivilisationen oder ob es sie wirklich anlocken soll. Na, ich denke, das ist für alle so ein Impuls, so zu wissen, da ist ein Kupfervorkommen oder ein Eisenvorkommen, das muss jeder wissen. Einfach, es ne? kann. Dieses, was auch immer das für ein Erzvorkommen hier ist, das weiß auch die Nachbargalaxie, dass das hier existiert. Ja. In dem Fall richtig. Ja gut, kann ja noch wichtig sein, ne? Wer weiß, ob in anderen Galaxien vielleicht Kupfer oder was es hier immer auch gerade ist, Mangelware ist. Stell dir vor, es ist extremst seltener Rohstoff. Gut, das ist Wissen jetzt. Würde bloß gerne irgendwie ein Video sehen, wie er das wieder einsammelt, wo er das hinsteckt. Wenn er so als winzige Figur daneben steht und dann, komm her. Das ist stark. Aber auch gleichzeitig die Tasse, die doch nochmal da oben dran hängt, ne? Die darf man auch nicht verraten. Das ist ein großer Kaffee. Ach ja, Tatsache. Wenn man zu Zwergi in die Cafeteria geht, bei der Fabrik, und einen großen Kaffee bestellt, dann bekommt man diesen Eimer hier. Kommst du so ein riesen Ding, so ein 20.000 Liter Kanister vorgesetzt. Oben drauf steht meiner, damals ist der Planet in Anspruch genommen. Genau, das ist einfach der Claim für den gesamten Planeten. Nee, aber stark. Fand ich so, hab ich gut gelacht, als ich das gesehen habe. So, und dann von Ron the Don, eine ziemlich coole Brückenkonstruktion. Ja, so die klassische Stahlrahmenbrücke in Reinform, möchte man eigentlich meinen. Das ist ein Evergreen, die geht immer. Die geht immer, ne? Und in dem Fall finde ich es halt auch ziemlich cool nochmal zusätzlich gemacht, weil wenn man genau darauf achtet, dann sieht man, dass er die Stützen aus 4 Betonpfeilern gebaut hat, die ganz nah beieinander stehen. Oder sozusagen so die oberen Unterteile sind ein bisschen ineinander geklippt und die Stützen, die Pfeiler sind genau nebeneinander. Und dann hier oben eine ganz coole Konstruktion mit schrägen Weg. Den Bogen hat er gut getroffen. Den Bogen hat er super gut getroffen, genau. Das Ganze dann hier auf diesen Gitterfundamenten. Nochmal den Rahmen nachgezogen mit den Stahlträgern. Und oben, schöner Bogen, ne? Gefällt mir. Ich mag das, dass diese ganze Konstruktion halt so hoch ist. Es hat so einen typischen Effekt wie diese Talbrücken, die es hier in Europa auch öfters mal gibt. Die halt extrem hoch sind. Schön. Das ist eins der Bauwerke, die, glaube ich, stehen bleiben, falls mal wirklich eine Statik ins Spiel kommt. Ja. Da lässt der Bridge-Bau-Simulator grüßen. Da musst du ja auch mal mit diesem Fachwerkzeugs arbeiten. Und dann haben wir von Jerry TV eine super clean Lagereinrichtung, schätze ich mal. Bei dem die Lagercontainer, auch so wie wir es damals noch bei unserer Stadt der Maschinen hatten, im Kreis angeordnet sind. Denke ich jetzt einfach mal. Ich sehe es nicht wirklich im Hintergrund. Und dann die Ausgänge oder Eingänge der Lagercontainer mit diesen Türwänden verdeckt sind und dann über den Türen die passenden Bilder mit dem Symbol. Ich sehe das schon. Alleine bei den Schildern, der grüne Hintergrund, die grüne Beleuchtung, also dort bei den die Laternen, hat er mich schon. Ich habe mich da auch sehr angesprochen gefühlt. Also die Grünfärbung gefällt mir echt gut dabei. Grundsätzlich habe ich auch erstmal jetzt gemerkt, wie schön so eine Hintergrundfärbung, so eine dezente Hintergrundfärbung bei den Schildern aussieht, wenn du halt im Endeffekt nur ein Symbol in erster Linie drauf hast. Fällt mir sehr gut. Ich finde es auch relativ gewagt, wenn du mal die Anzahl an Beleuchtungsgegenständen dort siehst, die ganzen Laternen, die da verbaut sind. Die ganzen Lichtkegel, die da ineinander greifen. Das sind eine Menge überlappende Lichtkegel, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das zerrt schon so ein bisschen an der Performance. Ich glaube, auch eine bunte Beleuchtung würde da gar nicht mehr so sehr passen. Das ist schon gut so. Graue Wände, grauer Boden und dann das. Der Boden, ist das dieser Betonboden mit dem Plastik und eine Mischung aus dem Fixit oder was? Das sind die Fixit-Dinger und das scheint hier der polierte Beton zu sein, ne? Passt ganz gut zusammen mit dem Metallrahmen, finde ich. Aber die Metallrahmen hier, ach so, die sind abwechselnd gebaut. Jetzt sehe ich es erst. Die Metallrahmen, die man hier auf dem Boden sieht, das sind die Fixit-Fundamente und dann hat er dazwischen die. Das Clipping zu verhindern. Naja, genau, sonst würde das dann ausflippen die ganze Zeit. Das ist nice. Das ist eine gute Idee, weil es sieht auch cool aus. Gerade auch mit den Diagonalen hier drin und so, ne? Nee, aber gefällt mir gut. Sehr, sehr, ja, sehr schönes Design. Sehr schönes Design. In keinen Community-Screenshots darf Mr. Martin von Hauten fehlen. Alter Schwede. Ich weiß nicht, worauf ich hier als erstes achten soll, aber es ist ja wieder dieser typische Bruchtal-Effekt bei Martin, der immer so gern in die Naturkonstruktion hier reinbaut. Mit verschiedenen Arten von Bogenbrücken und seine offenen Gitterkonstruktionen, die wir schon so kennen und lieben von ihm. Und dann, bitteschön, was ist das denn? Sind das, wie ist dieser leuchtende Effekt gemacht? Also ich hätte jetzt... Aber da fällt die Sonne, glaube ich, von hinten, ne? Naja, ich hätte jetzt auch... Ich glaube aber nicht, dass das nur das Sonnenlicht ist. Ist das nur das Sonnenlicht, was reflektiert wird? Weil das sind doch die Metallfundamente, oder? Oder Wände oder was auch immer. Nee, Fundamente sind das. Also... Wie kann man die denn beleuchten? Naja, ich hätte jetzt gedacht, dass er die Fundamente gebaut hat und an den Rand der Fundamente dann immer entsprechend Schilder angebracht. Und die Schilder teilweise wie hier auch mit so einem Farbverlauf oder mit so einem Helligkeitsverlauf. Nee, hat er nicht gemacht. Hat er gemacht, glaube ich. Du kannst dir nämlich über den Hintergrund so einen Farbverlauf reinmachen. Und dann hat er, das hat er nicht nur hier oben so und an der Seite gemacht, sondern der hat hier
so wie es aussieht, für mich zumindest, ein Fundament gedreht gebaut und dann an diese Drehung immer die Schilder rangemacht, die dann so beleuchtet sind. Oder? Sache ist, Werbetafeln und Frames in die Felsmarke. Alter. Tja? Meine Hochachtung, meine Hochachtung. Ich mag seinen Stil absolut. Aber das finde ich so schick auch. Allein diese Art der Beleuchtung mit dem Gelb, was dann so ins Orange übergeht. Boah, der Hammer. Super nice. Und habe ich hier recht mit den gedrehten Fundamenten oder sieht es aus der Perspektive nur so aus, weil da noch Gitter davor sind, Martin? So, was mich das erinnert, kennst du den Film Die Zeitmaschine? Bestimmt, oder? Schon mal gesehen. Boah, kann sein, ne? Ja, ja. Der baut das Ding und fährt dann, glaube ich, 800.000 Jahre in die Zukunft. Und da gibt es ja dann auch die Morlocks, ne, die unter der Erde leben, und dann gibt es halt auch die oben an der Oberfläche. Und die hängen nämlich auch, die haben ihre Lager auch so offen gebaut, auch mit diesen ganzen Beleuchtungen und so weiter, direkt an den Felswänden, weißt du, in irgendwelchen, ne? Okay. Schluchten und so weiter. Das erinnert mich voll daran gerade. Das ist natürlich nice. Also, hast du ein besseres fotografisches Gedächtnis, was das angeht, wieder als ich? Ich kann mich da nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass, also, sowas als Filmrequisite, da kann man sich, glaube ich, gut dran zusammendenken. Die Eloy, genau. Die Eloy und die... Ach, das sieht nur so aus. Das sieht nur so aus mit den rotierten Fundamenten. Okay, alles klar. Aber hätte man das theoretisch auch machen können, ne? Als ob Lava den Berg runterfließt. Das ist so cool, wirklich. Wer kommt denn auf die Idee zu sagen, weißt du, was noch fehlt bei Sedis? Lava, die den Berg runterfließt. Ja. Das ist, Alter, krass. Und deswegen liebe ich ja diese Community-Screenshots, die wir ja machen, weil da wirklich Ideen mit ans Tageslicht kommen. Die sind einfach... Auf die kommst du alleine nicht. Das braucht einfach eine Community, um sowas zusammenzukriegen. Was mir persönlich nur für mein Auge so, das heißt nicht, dass es, weiß ich nicht, eine Kritik oder sonst was sein soll, aber was mir persönlich vielleicht noch ein bisschen fehlen würde, wäre an diesen beiden Brücken, die du hier gebaut hast, noch irgendeine Art von Stützkonstruktion. Es können entweder so diagonale Stützen nach unten sein oder halt vielleicht auch so eine Bogengitterkonstruktion oder irgendwas, weil die sind hier so, die sehen so flach aus unten, weißt du, so abgeschnitten. Aber trotzdem cool, ne? Also wenn das so aussehen soll, dann sei es so. Mega. Mega, mega, mega. Dann haben wir auch Pano noch mit dabei, der ein kompaktes, schnörkelloses, aber ziemlich stylisches Lager gebaut hat, wie es aussieht. Innen zwei verschiedene Farben, grün und lila. Draußen die coole Kombination aus den Wabenfenstern und den schrägen Wänden. Unten markiert in schwarz und orange, dass es ein Lager ist. Das passt. Sauber. Perfekt. Warum nicht? Das sieht geil aus. Mhm. Sehr. Ich war schon lange nicht mehr drüben bei ihm. Genau. Sehr stimmig. Ich wusste sogar noch nicht mal, ob das jetzt auf unserer Server-Map ist oder ob er das einzeln bei sich gebaut hat oder so. Nee, das Gebäude steht doch drüben. Ist so, ja. Ach, guck einer an. Ach, guck einer an. Das ist ja auf unserem Server, Mensch. Also, wer das mal sehen möchte, der guckt doch mal vorbei hier im Livestream. So, super. Nee, echt schick. Bei dem Bild muss ich an ein Autohaus denken. Ja, irgendwie schon, ne? Hat total was davon. Eine gute Idee dann auch für die Zukunft. Da könnte man halt entweder bei uns auf dem Server oder generell auch mal ein Autohaus bauen an und für sich. Dann könnte man ein paar Fahrzeuge ins Schaufenster stellen und eine schöne Konstruktion außenrum machen und so. Ja, schick. Ich höre schon wieder die Eskalation raus aus der Aussage. Ding ist, wir müssen halt auch erstmal müssen wir alles freigeschaltet haben, damit die Fabrik soweit läuft, und dann können wir uns um den ganzen, um so einen Kram kümmern. Und zu guter Letzt von Julolsch, der einen gigantischen Kran, einen Gitterkran gebaut hat. An was das, ey? Dem, es gab auch noch eine andere Perspektive, die war aber bei Tag und ich fand es irgendwie mit der Beleuchtung cooler. Licht! An dem so viel Licht! Auf der linken Seite ein Haus dranhängt. Das ist quasi, kann man sich gerade ein Bauprojekt vorstellen, bei dem dieser riesige Kran dafür genutzt wurde, um ein komplettes, fertiges, gebautes Haus von einem Punkt, vielleicht von einem großen Laster oder einem Zug, der da irgendwo angekommen ist, irgendwo hier oben hin transportieren muss, und dann wird es hier hingestellt, ins Wasser oder wo auch immer. So viel Licht, da bin ich absolut dabei. Ja, schön, ja. Schön. Ist simpel, wenig Schnörkel, aber an und für sich trotzdem irgendwie eine coole Idee auch. So, der Kran ist natürlich auch ein Klassiker geworden, irgendwie seit Update 5. Den habe ich auch schon auf anderen, in anderen Screenshot-Bereichen häufiger gesehen. Aber ist cool, kann man machen. Im Haus ist eine KI-Begrenzer-Produktion. Das ist ja auch eine coole Idee. Dass das noch funktional ist und nicht einfach nur so quasi als Optik da hängt. Schön, sehr schön, Julolsch. Cool gemacht. Und das waren sie dann auch für dieses Mal. Die ersten Community-Screenshots nach Update 5 und Alter, habt ihr losgelegt. Dicken Respekt
an diejenigen, die dabei waren. Ebenfalls dicken Respekt an diejenigen, die nicht mit dabei waren, weil ich hatte echt eine Menge Arbeit, beziehungsweise es hat mir echt schwer gefallen, Screenshots rauszusuchen oder eben manche nicht zu nehmen. Ich hätte am liebsten jeden Screenshot, der seit Update 5 bei uns im Showroom hochgeladen wurde, für diese Aktion hierher genommen, aber irgendwie muss ich das ja auch alles in einem gewissen Rahmen halten. Super cool. Danke, dass ihr mitgemacht habt und es wird definitiv eine weitere Screenshot-Session geben. Wann, steht noch nicht fest. Alle paar Wochen machen wir das. Wenn du Lust hast mitzumachen, dann spring bei uns auf den Discord-Server, komm in den Screenshot-Showroom und teile deine Satisfactory-Screenshots und vielleicht bist auch du das nächste Mal in der Auswahl mit dabei. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos auf YouTube. Danke, dass ihr dabei seid im Stream. Wir machen gleich weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssing. Oh.